Wir nehmen immer gerne das Wok-Öl aus der Ölmühle Solling, weil es sehr ergiebig ist, hoch erhitzbar und einen sehr guten Geschmack an der Kumulüse gibt. Nach Fertigstellung des Gemüses gebe ich noch etwas Haselnussöl dazu. Sie können auch Walnussöl nehmen, wenn Sie dieses lieber mögen. Es gibt einen sehr guten Geschmack, es ist ein kaltgepresstes Öl und Sie brauchen nicht so viel davon zum Würzen nehmen. So, wir machen jetzt einen Salat mit allen frischen Blattsalaten, die es zurzeit gibt. Geben dann dazu ein Dressing, wo die Grundlage des Speiserapsöl aus der Ölmühle Solling ist. Träufeln etwas über den Salat, verzieren das Ganze mit gerösteten Pinienkernen und Walnüssen. Und als kleines Highlight noch ein Bucheckernöl über den Salat als kleinen Geschmacksträger. Ja, wir befinden uns hier in der Ölmühle Solling. Mit dieser Spindelpresse vor uns können wir aus einer Vielzahl von Ölsaaten und Nüssen kaltgepresste Pflanzenöle gewinnen. Die Ölsaaten werden hier in diesen Trichter eingefüllt, kommen aus einem Vorlagebehälter und laufen über den Trichter in einen Schneckengang. Das ist eine gehärtete Edelstahlschnecke, die die Saaten aufnehmen und die durch einen Motor sehr langsam angetrieben wird, das Pressgut mit nach vorne nimmt, in den vorderen Teil, und durch diese langsame Drehbewegung und durch den hohen Pressdruck, der bis zu 200 Bar erreichen kann, werden aus den Ölsaaten und Nüssen die Öle ausgepresst. Sie können hier unterhalb der Maschine das Öl austreten sehen. Es ist nur ein kleiner Rinnsal, aber die Maschine läuft unermüdlich Tag und Nacht, sodass wir bei einer Leistung von ca. 10 bis 12 Litern pro Stunde auch ein Fass mit kaltgepresstem Öl befüllen können. In dem vorderen Glas sehen Sie das Öl, so wie es aus der Maschine läuft. Es ist noch dunkel und enthält sehr viele Trubstoffe. Diese setzen sich nach 2 bis 3 Tagen von alleine ab. Diesen Vorgang nennt man Sedimentation. Und in diesem Glas sehen Sie das Öl nach einer 2 bis 3-tägigen Sedimentation schon weitgehend geklärt. Und in diesem Zustand wird es dann noch einmal über einen Papierfilter filtriert. Weil durch die Reibungswärme sich die Metallteile erwärmen, können wir durch eine kleine Maschine gewährleisten, dass die Temperatur während der Pressung 40 Grad nicht überschreitet. Das ist ein Temperaturbereich, der es gewährleistet, dass alle pflanzlichen Bestandteile des Öles, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, völlig unbeschadet in das Öl übergehen. Das ist eigentlich ein sehr hohes Maß an Qualität, was Sie in einem anderen industriellen Prozess nicht erreichen können. In unserer Praxis arbeiten wir mit dem Sesamöl aus der Ölmühle, ein sehr hautfreundliches und allergiearmes Öl, was ich gerne verwende für die Ölmassagen, aber auch für die Aromaölmassagen. Und dieses Öl erwärme ich dann und massiere dann mit dem warmen Öl meine Patientin. Im therapeutischen Bereich für die klassische Massage der Muskulatur ist es auch sehr sinnvoll, weil gerade das Sesamöl die Haut gut durchblutet und das Gewebe entgiftet. Können wir jetzt schließen.